Hallo, die Champions League-Saison 2011-2012 ist seit gestern Abend beendet. Pöhler TV berichtet trotzdem weiter. Heute melden wir uns aus den Niederungen des deutschen Fußballs. Wir sind zu Gast beim SC Heinberg. Bei mir nun der erste Vorsitzende, Martin Burkhardt. Wir sitzen hier bei strahlend blauem Himmel. Was glauben Sie, warum kommen die Leute zum SC? Ja, weil wir ein guter Verein sind, immer am Puls der Zeit, ein tolles Wohngebiet und es macht einfach Spaß, beim SC Heinberg Mitglied zu sein und beim SC Heinberg mitmachen zu können. Sommerfußball auf Pöhler TV. Amaro, wie bist du mit den Temperaturen klargekommen? Das war wie Sonnenbaden ohne Baden. Es ist wirklich toll, was wir hier oben erlebt haben beim SC Heinberg. Ja, Amaro, da stimme ich dir voll zu. Das waren sehr nette Leute hier. Wir wurden sehr freundlich empfangen und man hat sich gefreut auf unsere Arbeit hier. Einwurf für den SC, schöne Kopfballverlängerung. Die SG bekommt den Ball nicht weg und SC Heinberg bleibt in Ballbesitz. Und dann ist es soweit, der Moment des Spiels. Paul Rieck, der Peter Crouch des SC Heinberg, fasst seinen gesamten Mut zusammen und marschiert Richtung gegnerisches Tor. Ich war so überrascht von dieser Aktion, mir fehlen einfach die Worte. Wie er einschiebt, das strahlt einfach unglaubliches Selbstbewusstsein aus, oder? Ja, Amaro, man kann ganz klar erkennen, das war nicht sein erstes Tor. Die Jungs genießen das Wetter. Du musst es ja wissen, Amaro, schließlich hast du in deiner aktiven Karriere ja auch die meiste Zeit auf der Ersatzbank verbracht. Der Freistoß wird hoch in den 16er gespielt. Im totalen Vertrauen auf König Zufall. Doch der ist wohl heute bei dem Wetter auch lieber ins Freibad gegangen. Unermüdlich wie die Hamster bearbeiten die Heinberger ihren Gegner. Der Platz ist leider wirklich nicht im besten Zustand und so hüpft der Ball wie ein Flummi über den Platz. Selbst einer der Top-Spieler des SC wie Elmar Schulte kann ihn in dieser Szene nicht unter Kontrolle bringen. Der SC Heinberg bleibt am Drücker und sie kommen immerhin zum Abschluss. Jetzt mal wieder ein vielversprechender Angriff des SC Heinberg. Diese wunderschöne Bananenflanke wird gleich zweifach entwertet. Durch den leider verunglückten Abnahmeversuch und durch den Pfiff des Schiedsrichters. Abseits. Die SG Denkershausen hat sich noch nicht in den Urlaub verabschiedet. Der Spieler mit der Nummer 6 umkurvt die SCler wie Fahnenstangen, buxiert den Ball schließlich jedoch bis zum Stadtrand. Ja, bei mir der Trainer vom SC, Oliver Gräbel. 1:0 zur Pause, verdiente Führung. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, ich denke, dass wir mehr Spielanteile haben und dass die Einzelführung in Ordnung so geht. Es ist halt schwierig, auf unserem Platz momentan hier vernünftig Fußball zu spielen. Aber ich denke, jetzt zur Halbzeit ist das 1-0, spricht dem Spielverlauf wieder. Ich denke, das ist so verdient. Ja. Was haben Sie sich jetzt noch vorgenommen für die zweite Halbzeit? Ja, ich habe den Jungs gerade gesagt, dass sie weiter Gas geben sollen, dass das unser letztes Heimspiel ist. Man merkt sicherlich bei den Temperaturen und bei der Spielkonstellation, dass es für die halt auch um nichts mehr geht. Und das ist ein bisschen, Temperaturen geschuldet ist das Spiel, aber wir wollen jetzt weiter Gas geben, möglichst noch ein, zwei Tore nachlegen, damit wir unser Ziel, unter die ersten fünf zu kommen, dass wir das realisieren können. Okay, vielen Dank. Alles klar, danke. Die Worte des Trainers bleiben jedoch zunächst unerhört. Ganz anders die SG Denkershausen, die mit viel Dampf aus der Kabine kommt. Zum Glück haben die Heinberger an Philipp Degin einen sicheren Rückhalt. Aber auch der Schlussmann der Denkershäuser steht dem in nichts nach. Tolle Parade. Wirklich ganz toll, wie er diesen Ball fängt. In dieser Szene beweist Elmar Schulte seine unglaubliche Geistesgegenwart und setzt seinen Mitspieler Arthur Hellmuth wunderschön in Szene. Der kann jedoch nicht vollstrecken. Bei schwülwarmen Temperaturen gehen nicht nur die Jungs an der Würstchenbude bis an ihre Grenzen. Unermüdlich wie die Hamster bearbeiten die Heinberger ihren Gegner. Das Spielfeld gleicht einem Flipperautomaten. Der Ball springt Ping-Pong hin und her. Schließlich wird es dem Spieler mit der Nummer 10 zu bunt und er prüft den Torwart der Gäste. Der Roberto Carlos der Bezirksliga Braunschweig 4.
Hier haben die Denkershäuser Angst vor der eigenen Courage. Man fragt sich wirklich, wieso er hier fällt. Das ist wie in einem schlechten Film. Ich vermute, er hat in die Sonne geschaut. So kommt es statt eines Angriffs der Denkershäuser zu einer Großchance für den SC Heinberg. Elmar Schulte setzt seinen Mitspieler wieder mustergültig ein. Dann eine kuriose Wrestling-Einlage, die zu einem Freistoß führt. Ein indirekter Freistoß aus dieser Entfernung bedeutet eigentlich ein sicheres Tor. Ganz klar, Amaro, viel dichter kann man nicht ans Tor kommen. Nervöses Trippeln vom Heinberger. Gefährliche Kommandos in der Mauer. Oh Mann, das muss noch geübt werden. Beim nächsten Mal muss der sitzen. Harmonisch bewegen sich hier Stürmer und Verteidiger Seite an Seite in den Strafraum. Doch dann. Der Schiedsrichter pfeift hier nicht, wie so oft. War das für dich ein Elfmeter, Thorsten? Knifflige Situation, das müssen wir uns nochmal anschauen. Ich lege mich hier fest, es hätte Elfmeter geben müssen. Ich weiß nicht, der SC-Spieler tritt auf den Ball unglücklich und vielleicht kommt er dadurch zu Fall. Aber letztendlich, streitbare Situation. Kurz vor Spielende, die SG Denkershausen setzt alles auf eine Karte. Freistoß an der Mittellinie. Sie schicken ihre gesamte Armada in den Strafraum der gegnerischen Mannschaft. Langer Pass in die Spitze, der Ball wird immer länger, Konfusion, plötzlich kommen die Roten noch zum Schuss. Puh, Latte. Viel Glück für den SC Heinberg in dieser Szene und dann ist das Spiel aus. Ja, zum Glück. Heute war es einfach zu warm für Fußball und das haben die beiden Mannschaften auch gezeigt. Dazu kam noch der schlechte Platz. Trotzdem haben beide Mannschaften hier bis zum Ende durchgehalten und der SC, denke ich, ist verdient als Sieger vom Platz gegangen, oder Amaru? Für mich war die Atmosphäre das Entscheidende. Wenn man einmal diese rohe, ungeschliffene Atmosphäre, diese Spielweise hier auf dem Platz mit eigener Haut erlebt hat, dann weiß man, was Fußball bedeutet. Ja, auch ich habe mich hier prächtig amüsiert. Es waren sehr nette Menschen, die uns hier begegnet sind. Ich drücke beiden Mannschaften die Daumen für die Zukunft und bedanke mich fürs Zuhören.